Und dieses Museum, das wir jetzt besuchen, das ist auch filmreif, kann ich Ihnen sagen. Es soll das kleinste Museum der Welt sein, sagt sein Kurator Peter Mück. In der Kölner Südstadt lässt er Besucher in seine eigene Privatwohnung, die aber alles andere als normal eingerichtet ist. Es sind kleine und bunte, ausgefallene und skurrile Werke, die Künstler Peter Mück in seinem Museum ausstellt, auf gerade mal 50 Quadratmetern. Das ist meine Wohnung hier und ich habe hier meinen Atelierraum. Und in dem Atelierraum wurde es dann auch irgendwann mal zu eng mit der Kunst, die ich produziert habe. Und so ist im Prinzip die Kunst aus dem Atelier rausgewandert in den restlichen Teil der Wohnung. Und irgendwann habe ich gedacht, das muss man eigentlich mal zeigen. Also wohnt nicht jeder. Statt die Altbauwohnung aufwendig zu sanieren und zu einem echten Museum umzubauen, hat Peter Mück die Kunstwerke in die Wohnung integriert und aus ihr ein Kunstwerk für sich gemacht. Ein Baustellenschild im Badezimmer, in der Künstlerwohnung ganz normal. Da haben wir hier ein Verkehrsschild, ist auch mit einem Sticker verfremdet. Minimalinvasive Eingriffe nenne ich das immer, sieht man auch oft im öffentlichen Raum. Street Art, die Kunst der Straße. Peter Mück bringt sie in seine eigenen vier Wände. Wobei das Badezimmer natürlich noch voll funktionsfähig ist. Also hier macht es besonders viel Spaß, sich seinen Geschäften zu widmen, sozusagen. Jedes seiner Motive übt Kritik. An der Kunst, an sozialen Medien, an der Monarchie. Da macht die Kunstsammlung auch vor der Küche keinen Halt. Der alte Fernseher, Konsumkritik. Auf dem Herd ein Objekt aus recycelten Spraydosen. Da muss ich dann die Präsentationsplatte, ein altes Verkehrsschild wegnehmen, irgendwo anders deponieren und dann baue ich meine Kochtöpfe aus und koche halt inmitten meiner Kunst sozusagen. Macht Spaß. Der Stil des gelernten Bauzeichners basiert auf sogenanntem Scratching. Mit diesem Werkzeug kratzt man in die Acrylglasplatte rein und das gibt natürlich einen grauen Strich. Und wenn das Scratching dann fertig ist, dann wird das meistens noch mit Farbe aufgehübscht, beziehungsweise mit Weiß und Grau abgedunkelt, um noch so ein bisschen die Tiefen reinzukriegen. Ein fertiges Werk aus der Kölner Künstlerwohnung kostet rund 500 Euro. Köln ist zusammen mit Berlin, Hamburg, München und auch anderen europäischen Städten wie Amsterdam und Paris eigentlich so eine Hochburg von Street Art. Es gibt natürlich Schwerpunkte, Hotspots wie zum Beispiel Ehrenfeld oder Mülheim. Die Südstadt versuchen wir gerade so ein bisschen aufzuwerten, was das angeht. Und das sieht dann so aus. Mit Kleister und ausgedrucktem Motiv gewappnet macht sich der Künstler auf die Suche nach einer geeigneten Stelle. Jetzt muss alles schnell gehen. Peter Mück möchte kein großes Aufsehen erregen. Die Aktion ist vom Ordnungsamt nicht gerne gesehen. Das ist ein Klebebild auf einem Stromkasten. In dem Fall, der auf die Obdachlosigkeit hinweist. Aufeinanderklaß eine Schere zwischen Arm und Reich. Also der Obdachlose, der die Vogue-Zeitung in den Händen hält, ne, und gleichzeitig um Geld bettelt. Es gibt viele Obdachlose auf der Straße, hier liegen sie teilweise schon vor der Tür. Da habe ich mir gedacht, da muss ich was gegen tun. Mit meinem Projekt Deutsche Bank 20, da verkaufe ich Geldnoten, versuche ich halt, da Missstände zu beseitigen, indem ich an Obdachlosenhilfen, soziale Einrichtungen dann die Hälfte des Erlöses von dem Bild spende. So kamen schon mehrere tausend Euro zusammen. Jeden Freitag von 17 bis 20 Uhr öffnet Peter Mück sein Privatmuseum für Kunstinteressierte. Und die nennen ihn schon längst den Kölsche Banksy.